So Leute, jetzt noch eine kleine Ankündigung vorweg. Ab jetzt gibt es jeden Montag um 18:30 Uhr ein neues Video. Also schaltet gerne ein und lasst ein Abo da, falls euch Technik interessiert. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Jeder kennt das Problem. Die Kopfhörer sind nicht mehr auseinanderzubekommen. Jetzt gibt es AirPods Pro. Erhältlich in strahlendem Weiß. Und wirklich nur in Weiß. Naja, ist nun mal von Apple. Diese In-Ear-Kopfhörer sind mit einem Startpreis von 279 Euro in den Verkauf gegangen. Sie beinhalten ein ausgezeichnetes ANC, also Active Noise Cancelling, und auch der sogenannte Transparenzmodus ist nicht schlecht, aber eben auch nicht umwerfend. Also sagen wir mal, es ist angenehm. Mit einem High Exquisition Tieftöner, wie Apple das nennt, und dem eigenen H1 Chip ergibt es einen schönen vollen Klang. Durch eine Belüftung in den AirPods Pro soll es einen Druckausgleich geben. Doch ich würde es nicht empfehlen, nur mit ANC und keiner Musik rumzulaufen. Das ergibt schon einen leichten Druck auf den Ohren. Doch Apple ist auch immer für eine Überraschung gut. Mit einem Head-Tracking wird 3D-Sound ermöglicht. Eine ganz neue Technik, die besonders zum Film- und Serienschauen schön ist. Die Mikrofonqualität ist mit zwei Ausmikrofonen auch gut, wie ich finde. Aber hört selbst. Hier hört ihr jetzt das Mikrofon von den AirPods Pro. Das hier ist ein Test. Leider sind auch die AirPods Pro nicht gegen Wasser geschützt. Doch es gibt ein Upgrade. Nun sind sie gegen Schweiß geschützt mit IPX4. Die AirPods Pro haben auch einen guten Tragekomfort und das Case ist nicht viel größer als das der normalen AirPods. Hierzu gibt es verschiedene Aufsätze aus Gummi, einmal in der Größe klein, mittel und groß. Die einzelnen AirPods werden ganz normal im Case aufgeladen und haben eine angegebene Akkulaufzeit von 4,5 Stunden Musikwiedergabe und sogar 5 Stunden ohne Noise Cancelling. Auch die maximale Sprechdauer wurde um 30 Minuten auf 3 Stunden verlängert. Wenn das Case komplett aufgeladen ist, was mit dem Lightning-Kabel oder mit kabellosen Laden möglich ist, leider nicht über USB-C, so kann man sogar 24 Stunden Musikwiedergabe und 18 Stunden Sprechdauer genießen. 5 Minuten im Case aufladen reichen dann wieder für eine Stunde Wiedergabe. Die AirPods Pro unterstützen Bluetooth 5.0, sind also auch mit Android-Geräten kompatibel. Es werden noch das iPhone SE aus der ersten Generation unterstützt, bis zum neuesten Modell, dem iPhone 12. Oben rechts in der Infokarte habe ich euch ein Video zum Verbinden der AirPods mit einem iPhone verlinkt. Schaut da auch gerne mal vorbei. Die AirPods haben außerdem drückbare Tasten an den Stielen. Durch einmaliges Drücken wird das Lied pausiert. Durch zweimaliges Drücken wird ein Lied nach vorn gesprungen und durch dreimaliges Drücken wird ein Lied zurückgespult. Außerdem kann durch langes Drücken Siri aktiviert werden oder zwischen Noise Cancelling und Transparenzmodus gewechselt werden. Kommen wir also zum Fazit dieses Reviews. Ich besitze die AirPods Pro jetzt schon seit circa einem Jahr und kann euch ein ehrliches Feedback geben. Also ich finde, dass die AirPods ein rundum gelungenes Produkt sind mit einem sehr schönen Klang. Doch ich finde, der Preis von 279 Euro ist ziemlich hoch. Zum Glück gibt es auch sie für 200 Euro schon bei Amazon. Ich verlinke sie euch einfach mal unten in der Videobeschreibung. Ich hätte mir nur noch einen USB-C-Anschluss gewünscht. Doch sonst gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr an mehr Technikvideos interessiert seid.